Tina, wo sind wir hier? Wir sind in diesem Wald, wo wir gestern Nacht gecampt haben, ungefähr im Südwesten der Türkei. Und hier ist super ruhig. Es ist nicht so warm wie die letzten Tage. Sehr angenehm. Nur 25 Grad oder 28 oder so. Genau, keine 37. Und wir haben gelesen, dass es hier Schildkröten geben soll und die wollen wir jetzt suchen. Geh! Kann man da mal rein? Ja. Willst du gut? Los, mach sicke Moves. Süß. Na, nicht erschrecken. Freust du dich? Ja. Was essen die? Weiß ich nicht. Gras.
rein. Wer weiß, was drin ist. Halt mal. Ist das jetzt hier so auf dem Weg? So macht man das, glaube ich, auch. Oh, wir haben so Höhlen. Juli bis 9. Oktober. Ja, perfekto. Ja! Es scheint, dass heute keine Heißluftballone starten, weil irgendwie schlechtes Wetter ist. So scheint es. So sagt man es sich hier. So richtig kann ich es nicht verstehen. Es gab ein paar Regentropfen vorhin, so ganz, ganz wenige. Aber vielleicht ist auch einfach zu wenig Wind, weil es ist faktisch irgendwie kein Wind. Naja, wir müssen das mal irgendwie rausfinden. Wir sind gestern Nacht, also es war irgendwie 10 oder so, hier angekommen. Es war schon alles dunkel und wir wussten gar nicht, ob wir genau richtig stehen, aber offensichtlich standen wir genau richtig, weil hier waren heute Morgen ungefähr 50 Heißluftballone, die angefangen wurden auszupacken und wie gesagt, jetzt irgendwann wurden sie wieder eingepackt. Aber es gab einen sehr schönen Sonnenaufgang und ich gehe jetzt wieder schlafen. Drohne verloren. Gute Sache, wir haben sie gefunden. Schlechte Sache, sie liegt da oben drauf. Dirk sitzt da oben, versucht, glaube ich, gerade irgendwie Steine zu sammeln, um sie da runter zu werfen. Puh. Mal sehen. So, nach einer kurzen Pause haben wir jetzt uns etwas zusammengebastelt und zwar unsere 30 Meter lange Wäscheleine mit den Heringen für unsere Markise. Na guck, jetzt sind wir hängen geblieben. Ja. Aber schwierig. Jetzt drauf. Aber es fehlen 5 cm. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Die Chancen stehen gut. Aber ich hab den ganzen Stück bewegt. Okay. Cool. Thank you.
ich spiele nochmal. Ja, das habe ich gesehen. Da kommt sie. Frage, willst du versuchen sie? Nee. Ich glaube, ich werde eher getroffen. Ja. Oh no! Scheiße! Scheiße! Sie lebt noch. Abwarten? Ja. Also ja, sie lebt noch. Sie lebt noch. Sie gibt noch Töne. Die Frage ist, wie schwer es sie getroffen hat. Ja. Optisch? Egal. Ich kriege ein Bild. Mhm. Ich muss den Kompass kalibrieren, natürlich. Natürlich. Den Gimbal bewegen. Mhm. Sie fliegt doch! Sie fliegt doch! Ja! We'll be right back.
Wer hätte gedacht, dass es eine Skisprungschanze in der Türkei gibt? Ich nicht. Ja. Ganz im Osten. Hier ist nichts. Also außer jetzt einmal eine Stadt. Das? Ganz im Osten der Türkei, kurz vor der Grenze von Armenien. Jo, und ja, das schauen wir uns jetzt an. Okay, du bist auf Kamera. Mach nochmal coole Tricks. Dance. Do the dance. Yeah, do the dance. Do the dance. Yeah. Thank you.
nachdem ich mir gerade bei den Ani-Runes noch einen Sonnenbrand eingefangen habe, sind wir jetzt auf 2400 Meter, ganz im Nordosten der Türkei, in den Wolken. Man kann ungefähr 15 Meter weit gucken. Das Thermometer ist runter auf 16 Grad, nachdem wir gerade noch 33 hatten. Abwechslungsreich, diese Türkei. So, das war der zweite Teil unseres Videozusammenschnitts der Türkei. Die Straße, die ihr hier seht, führte uns die letzten Meter in der Türkei hin zur georgischen Grenze. Und wir waren nochmal ganz überrascht, weil auf einmal tauchten überall diese Teeplantagen auf. Wieder ein Zeichen dafür, wie abwechslungsreich die Natur in der Türkei eben tatsächlich ist. Uns hat das sehr, sehr gut gefallen. Wir hoffen, euch haben die Videozusammenschnitte der Türkei gefallen. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Und wir fahren jetzt weiter nach Georgien und Armenien und melden uns irgendwann mal wieder.